Heute unterwegs mit Thomas in der Kroppacher Schweiz. Wir laufen zum zweiten Mal den Naturpfad Weltende. Wird bestimmt spaßig werden heute. Das Wetter ist auch heute perfekt zum Wandern, so um die 20 Grad rum. Ich freue mich. Hier unten fließt die Nister mit ziemlich viel Wasser und hier rechts geht es nach oben. Also für jeden Wanderer ist dieser Weg hier schon mal ein Traum. Ja, und so schön kann es hier auf dem Westerwaldsteig sein. Auch wenn ich dazu sagen muss, dass hier viel an kaputten Bäumen rumsteht, hier in der Kroppacher Schweiz. Leider, leider. Wir sind hier übrigens noch gar nicht auf diesem Naturpfad Weltende. Wir sind hier gerade erstmal auf so einem Zuweg. Ich glaube, so insgesamt sind es 6,4 Kilometer, die man hier läuft. Ungefähr 20 Minuten Fußmarsch kommt man dann an diese schöne Brücke hier und dann hat man den Naturpfad Weltende erreicht. Meinst du, das ist jetzt der Eingang? Ja, hier geht's los. Richtig schön zugewachsen alles. Schön Dschungelfeeling. Ja, hier wird es jetzt gerade mal so richtig steil. Alter! Es geht ja wirklich schon wieder krass los hier. Wird man direkt am Anfang schon schön gefordert. Geht richtig schön die Pumpe. Wenn man dann den ersten Anstieg geschafft hat, dann läuft man hier auf einem schönen, schmalen Pfad weiter. Ja, man sollte natürlich auch ein bisschen schwindelfrei und ziemlich trittfest sein auch. Also immer schön feste Schuhe anziehen. Hier kann man schnell mal abrutschen. Hier überall die Zeichen vom Westerwaldsteig. An die Treppenstufen hier kann ich mich aber nicht erinnern. Thomas und ich, wir waren das letzte Mal vor etwa 2 Jahren hier. Ich glaube, da gab es diese Treppenstufen hier noch nicht. Ach, der Thomas meint auch, die Treppenstufen hier, die sind relativ neu. Auf jeden Fall noch keine 2 Jahre alt. Ja, hier wird es dann auch wieder stufig. Also die Stufen hier, die waren so noch nicht da, nee. Vor 2 Jahren. Manchmal sind die auch zu hoch ein bisschen. Ja. Ah, hier wird man schon teilweise ordentlich gefordert auf dem Weg hier. Geht auf jeden Fall ordentlich bergab und bergauf. So, hier kommt dann jetzt die Stelle mit dem Stollen. Der offene Stollen. Ja, hast du Taschenlampe dabei, Thomas? So Leute, dann schaut mal hier rein. Kann man sogar so ein paar Meter reingehen, aber dann kommt da hinten ein Gitter. Das scheint mir aber, so wie das aussieht, nicht abgeschlossen zu sein. Sieht nicht danach aus. Aber ich werde es nicht ausprobieren. Ich habe nämlich heute keine Gummistiefel dabei. So, und nach dem Stollen geht es dann hier wieder richtig schön in die Höhe. Hier sogar mit so Trittleitern. Ah, die waren damals, glaube ich, schon da, oder? Ja, die müssen schon da gewesen sein.
das hier, das ist Wandern pur, richtig schön schwitzen. Schöner schmaler Trail. Keine Millisekunde, es ist hier langweilig auf dem Weg. Gibt immer was Neues zu sehen. So stelle ich mir den perfekten Wanderweg vor. Hier gibt es jetzt die Alternativtrasse, die etwas schwerere Variante. Die werden wir natürlich nehmen. So, hier geht der Spaß jetzt los. Über die Steine. Aha. Aha, sehr glitschige Angelegenheit hier. Aber Leute, es ist zu schaffen. Ja, schau dich mal an. Das Wasser hier in der Nister ist wirklich ziemlich hoch. Eieiei, das ist eine Scheißstelle hier. Das ist eine richtige Scheißstelle. Okay, geschafft. Ganz langsam. Ja. Und nicht auf die letzten Millimeter noch hinfallen. Super, geschafft. Und wenn man den Fluss auf den mehr oder weniger gefährlichen Stein hier überquert hat, hat man dann das eigentliche Weltende erreicht. Gibt es doch tatsächlich sowas wie eine Grillhütte hier oben. Ja, und hier geht der Weg dann weiter. Also ich muss sagen, das letzte Mal sind wir einfach den Weg, den wir gekommen sind, zurückgelaufen. Aber das hier ist ja cool. Hier ist wirklich ein richtig cooler, schmaler Pfad. Zurück zum Parkplatz. Dass das uns damals nicht aufgefallen ist, Thomas, oder? Also, ich glaube, der war noch nicht da. Ich glaube auch. Den gab es damals vor 2 Jahren. Noch nicht diesen Rückweg hier. Hier geht es jetzt ziemlich bergab. Und wir nähern uns jetzt immer mehr dem Parkplatz. Weit sollte er nicht mehr sein. Leute, danke, dass ihr mitgekommen seid in die Kropperer Schweiz zum Naturfahrt Weltende. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, so wie ich und der Thomas auch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.